So, und damit wieder herzlich willkommen zu Let's Plays Advance Wars 2. Und heute machen wir weiter mit Blue Moon. Und ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal die erste Mission von Blue Moon. Eine Unmenge von Kampfpanzern sind sie aufzuhalten. Ah, jetzt muss ich wieder die ganzen Stimmen lernen. Egal. Kid, verflucht Mann, wo steckst du? Hä? Wer, was soll denn der aufstehen? Es ist mitten in der Nacht. Oh, Olaf. Ständ dich auf, du fauler Hund. Du hattest den Auftrag, dieses Gebirge zu bewachen. Woher nimmst du die Dreistigkeit, hier rumzulümmeln, als ob nichts wäre? Immer mit der Ruhe, oh Bärtiger. Kein Grund, Hattig zu schieben. Wenn es so heiß wird, machen wir eben die Fliege. Ich bezweifle, dass es der Gegner allzu eilig hat. Du Schwachkopf, dir werde ich helfen. Ich muss schon sagen. Was? Was ist denn? Du brauchst mich gar nicht so komisch anzuschauen. Es sieht so aus, als bekämen wir Besuch. Was? Kid? Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Kid? Panzerpulk. Mission 9. Ui. Sieh sich mal einer dieser Kampfpanzer an. Es macht keinen Sinn, sich mit denen anzulegen. Sehr gut erfasst, Kommandant Kid. Black Hole. Wie ich annehme. Mein Name ist Ada. Ich kam hierher, um dir einen Vorschlag unterzubreiten. Ein Vorschlag? Ja, ich komme gleich zur Sache. Wir möchten, dass du Black Hole beitrittst. Was hältst du davon? Bitte? Nochmal für die Langsamen. Du hast großes Talent. Eine Schande, es für Blue Moon zu verschwenden. Dieser hehre Kampf für Gerechtigkeit ist nicht dein Ding, habe ich recht. Für ein Land kämpfen, das dich nicht kümmert, gib's zu. Das ist Blödsinn. Du siehst mit eigenen Augen, wie mächtig unsere Armee ist. Wir kamen auf unserem Weg durch einige Städte. Hehe, wir legten sie in Schutt und Asche, einfach so. Sei es nun Blue Moon oder ein anderes Land, keiner kann uns aufhalten. Komm, Kid, du weißt, dass es klug wäre, auf unserer Seite zu stehen. Tja, nun, in einem stimme ich dir zu. Gebietsansprüche waren schon immer vollkommen Stuppe. Es wäre mir sogar egal, wenn ihr ein paar Läden eröffnen würdet. Hehehe, wenn das so ist. Allerdings. Hm? Allerdings habt ihr keinen Grund, so wie es mit den Menschen hier umzuspringen. Was? Ihr habt ganze Städte zerstört? Das sagtest du doch gerade, oder? Na dann hör mal zu, ich habe keinen Deut auf eure angebliche Stärke. Du, Ada, bist von nun heute an mein Feindbild Nummer 1. Hehehe, wenn das dein Wunsch ist, dann vernichte ich dich eben auch. Kampfpanzer vorwärts, falls diesen Narren nieder. Perfekte Musik dazu. So. Die tun wir erstmal einmal Attacke machen. Am besten die auf der Straße, das macht mehr Schaden. Gucken wir mal, wie viel wir da so rausbekommen. Okay, mehr als die Hälfte, das ist schon mal gut. So. Wo kann der denn hin? Schicken wir das mal dahin. Das war dumm. Wohl, den können wir dahin. Somit dann gleich ein paar Angriffe machen, wenn ihr rüberkommen. Ich kann hier mal einen Speer hinschicken. Und hier auch. Dann schicke ich nämlich die Einheiten da zu den Raketen. Und bringe den schon mal zurück. Und die hier hin. Also ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zurückzuziehen. Die dürfen ja nicht so schnell sein wie ich. So, gucken wir mal. Hatten wir schon den Gegner? Ich weiß es nicht. Okay, sie teilen sich auf jeden Fall auf, das ist gut. Für mich logischerweise. Oh, er hat auch anscheinend Einheiten. Normale, Speer. Hä, was sind denn das für Dinger hier rechts oben auf der Karte? Hey Olaf, was zur Hölle soll das sein? Das sind Raketensilos. Nur Infanterie und Mechanisteneinheiten können dort eine Raketen zünden. Sie können überall auf dem Schlachtfeld einschlagen. Dann werde ich eine Distanzwaffe. Wie nett, ich frage mich, wer von uns die höhere Reichweite hat.
Narr, das ist eine Waffe, kein Gegner. Die Raketen haben auch ein großes Zielfeld, also schütze deine Truppen. Informationen über das Silo erhältst du, indem du R-Taste drückst. Yippie-yay. Ich wollte mich eh gerade auf den Weg dahin begeben. Aber vorher einmal so. Und so. Na, wir gucken, was wir zerstören können. Mehr nicht. So. Ich versuche mit den Artillerie die etwas geschwächten Panzer kaputt zu machen. So. Wenn jeder Raketenwerfer einmal schießen kann pro Runde, dann ist es schon eigentlich ganz gut. So, können wir auch den kaputt machen. So. Bringen wir den da durch. Den bringen wir auch mal durch. Dahin. Und den tun wir dahin. So. Hehehe, es wird ein Genuss, dich vollkommen niederzumachen. Ja, Spezialgabe. Mal gucken, was hat der nochmal? Ausfallschritt. Würde ich gleich nachgucken, was das bringt. Oha. Definitiv verheerender Angriff. Okay, jetzt kommen die. Oh, fuck. Scheiße. Mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. So. Die können wir auf jeden Fall schon mal kalt machen. Was macht das denn jetzt? Bewegungsradius aller Truppen erhöht sich um 2 Felder. Alles klar. Kann der dahin? Könnte dann in Deckung gehen. Könnten den mal schwächen. Wir müssen jetzt erstmal die Mechanisteneinheit ein bisschen down kriegen. Machen den einmal ein bisschen runter. Den müssen wir runter machen. So. Machen den ein bisschen runter. Ah, der ist sogar komplett weg. Nice. So, dann können wir den nicht so machen. Und schwächen die noch ein bisschen. So. Kann der hinfahren? Dahin. Da ist der da genau richtig. Setzen den dahin. Schicken die mal los. So, perfekt. Ha, hoffen wir, dass das jetzt alles funktioniert. Oha, nein. Er wird uns vernichten damit. Na.
So. Mach es so. Und was hat jetzt... Dann mache ich natürlich den Vierer weg. Weil dann dürften meine Artillerie nicht so viel Schaden machen. Dann müssen die kurz einen Schaden aushalten. Also einen Angriff aushalten. Und so, stehen wir kurz weg. Weil der stört ein bisschen. Und... Guck, was da meine Artillerie drauf hat. Schafft es? Ja, fast. Dürfte drin sein. Ja, nice. Jo. Je mehr, desto besser. Dann machen wir nicht so eine Spezialgabe und dann werden die eh alle weg sein. So. Und was können wir noch machen? Das können wir noch machen. Und gehen da hinten. So. Oh, der wird so weg sein. Der versucht es trotzdem, ne? So. Und jetzt geht's ab. So, die dürfen jetzt eigentlich jeden One hinten. Ja, so ziemlich. Und die haben eine scheiß hohe Reichweite. So, weg damit. Dann den dahin. Dahin. Machen wir mal so. Weg. Und jetzt wird es wahrscheinlich extrem lustig, weil... Ja. Es funktioniert sogar. Oh, hä? Okay. Das heißt, nur wenn ich weiß, dass da einer ist, bekommt er auch den Silo-Schaden. Was ist denn das für eine Scheißregel? So. Noch einmal. So. Und letzte Runde für ihn.